Ja, stresst dich nicht. Und wenn man jetzt betroffenen Eltern was sagt von einem Elternsein mit Leichtigkeit, die fühlen sich auf Deutsch gesagt verschaukelt. Aber in meiner jahrelangen beruflichen Erfahrung habe ich beobachtet, dass sich Eltern manchmal selber einen riesen Stress machen. Und bei den heutigen Vorträgen habe ich mir gedacht, es gibt so viele klasse Möglichkeiten, den Stress zu bewältigen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach anfängt damit, den Stress zu bewältigen. Ich habe halt meine eigene pädagogisch-psychologische Sichtweise. Und zum Aufwärmen hätte ich euch gerne ein Video gezeigt, der die Thematik sehr klar und deutlich vor Augen. Ja, natürlich, also die drei Fragen, die da angesprochen sind, auf die werde ich noch näher eingehen und vor allem zum Schluss gibt es dann diesbezüglich auch eine Zusammenfassung. Und natürlich, Kinder zu begleiten, zu führen, zu erziehen, erfordert wirklich viel Energie, aber ich merke bei Eltern immer wieder ein hinreichendes Potenzial, wie sie sich es eigentlich leichter machen könnten, ohne die Qualität der Erziehung einzuschränken. Jetzt ist natürlich einmal so die Frage, warum ist denn eigentlich Begleiten und Führen und Erziehen von Kindern so anstrengend und kräfteraubend? Ganz einfach, weil uns unsere Kinder unendlich wichtig sind, weil wir Angst haben, dass sie einmal im Leben scheitern und das Leben nicht bewältigen können und unter der Staatsbrücke landen. Es ist eine alte Tatsache, das kennt jeder. Je näher mir ein Mensch ist, umso mehr kann er mich verletzen. Und unsere Kinder sind uns einfach unendlich wichtig. Gestresste Eltern erzählen mir oft wirklich verzweifelt, sie hätten sich den Mund fusselig geredet, um den Kindern etwas zu erklären. Die Kinder aber sehen einfach nichts ein. Die kapieren es nicht, die checken es nicht. Wie wenn sie es absichtlich machen täten, so kommt es dann rüber. So oft hätten sie schon ihren Kindern erklärt, dass man Geschwister nicht schlägt, nicht beißt, nicht kratzt, dass man in seinem Zimmer Ordnung halten muss, Kleider und Schuhe zu Hause, wenn man von der Schule heimkommt, nicht einfach ins Vorzimmer hinpfeffert, dass man in der Schule was lernen muss, wie man sich bei Tisch zu benehmen hat, dass es da Manieren gibt und, und. Mit allen Mitteln hätten sie versucht, mit Lob, mit Strafe, es nützt einzig und allein nichts. Ja, einzig und allein hat das Wegnehmen des Handys Wirkung gezeigt, aber das nützt jetzt auch nichts mehr. Es scheint so, als müsse man immer strengere Strafen aussprechen, damit endlich der gewünschte Erfolg sich einstellt. Und irgendwann mündet diese Eskalation in eine totale Hilflosigkeit der Eltern. Sie fühlen sich ohnmächtig, die ihnen anvertrauten Kinder zu begleiten, zu führen, zu erziehen, weil einfach alles nichts nutzt. Es ist alles für die Katz. Man reagiert nur mehr auf die Kinder, anstelle ihnen gegenüber zu agieren und sie zu führen. Und die Kinder übernehmen immer mehr die Führungsrolle. Sie sitzen an den Joysticks und lassen Eltern immer mehr verzweifeln. Ich würde sagen, lassen die Eltern immer mehr tanzen. Die Kinder führen die Eltern. Die Eltern folgen und das ist verkehrt. Eltern erklären oft viel zu viel mit den besten Absichten, da die Kinder aufgrund ihrer geringen Lebenserfahrung natürlich keine innere Repräsentation von den Nöten der Eltern haben, verhallen die meisten elterlichen Appelle einfach ungehört. Ja, reden ist Silber, nonverbales Kommunizieren ist Gold. Viel wichtiger ist das Vorbild, das wir unseren Kindern geben. Und Karl Valentin hat dazu eine ganz tolle Folie, also Folie habe ich dann draus gemacht, einen ganz tollen Spruch geprägt.
es macht keinen Sinn, die Kinder zu erziehen. Sie machen uns ja eh einfach alles nach. Und wenn man sich das anhört, das hört sich doch verdammt einfach an. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn die Kinder uns alles nachmachen, dann machen sie uns wirklich alles nach, auch das schlechte Vorbild. Und wichtig ist wohl, was wir den Kindern vormachen. Und wichtig ist, was wir den Kindern vormachen. Naja, und die Frage vom Vorbild, das ist halt nicht ganz einfach. Und da hätte ich wieder für euch einen kurzen Video, wo es ums Thema Vorbild geht, damit ihr nicht nur meine süße Stimme hört, sondern auch einmal eine andere Stimme. Die Rolle der Eltern und anderer enger Bezugspersonen. Die wichtigsten Theorien über die Funktion von Vorbildern basieren auf Sigmund Freud, dem weltbekannten Wiener Seelenforscher und Begründer der Psychoanalyse. Laut Freud handelt es sich bei der Vorbildsuche um einen psychodynamischen Prozess, bei dem das eigene Ich an ein ideales Vorbild-Ich angeglichen werden soll. Diesen Angleichungsprozess nennt Freud Identifikation. Das Kindheits-Ich ahmt Verhaltensweisen der Eltern oder anderer enger Bezugspersonen nach. Es identifiziert sich selbst über fremdes Verhalten. Kleine Kinder versuchen mittels Identifikation mit ihren Eltern innerpsychische Konflikte, zum Beispiel die Frage, was richtig oder falsch ist, zu lösen. Sie versetzen sich quasi in die Rolle der Bezugsperson. Dafür braucht es Empathie. Erst später, wenn Heranwachsende ihre eigenen Verhaltensweisen reflektieren können, wird das Verhalten der Bezugspersonen kritisch hinterfragt. Anstelle der Eltern treten dann alternative Vorbilder. Die Identifikation mit diesen Jugendidolen läuft meist unterbewusst ab. Eigenschaften werden nicht eins zu eins übernommen, sondern situationsabhängig aufgerufen, je nachdem, was gerade angesagt ist. Die Wahl eines oder mehrerer Vorbilder hängt in dieser Phase eng mit dem sozialen Umfeld des Jugendlichen zusammen. Versuchen Erwachsene den Kindern bzw. Jugendlichen, bestimmte Personen oder sich selbst schmackhaft zu machen, erreichen sie im Regelfall genau das Gegenteil. Bei Eltern, die stolz auf ihre saubere und ordentliche Wohnung sind, vergessen Kinder dann gerne mal ihr Zimmer aufzuräumen oder sich zu waschen. Bei Lehrern, die mit ihrer Pünktlichkeit angeben, verpassen Schüler gerne mal den Bus und erscheinen zu spät zum Unterricht. An welchen Vorbildern Kinder und Jugendliche sich orientieren, dieses Thema kann nicht einfach gelehrt oder unterrichtet werden. Vielmehr ist es ein immanenter Prozess. Vorbildliches Verhalten wird subtil wahrgenommen. Kinder und Jugendliche verfügen über ein feines Gespür für Authentizität. Sie erwarten zwar keine perfekten oder fehlerlosen Bezugspersonen, aber sie orientieren sich an Menschen, die lösungsorientiert mit den Unwägbarkeiten des Lebens umgehen. Zuweilen bietet der Alltag eben die ganze Palette an Chaos und Missgeschick. Junge Menschen brauchen lebenstaugliche Beispiele dafür, wie Schwierigkeiten gemeistert werden können, anschauliche Bewältigungsmuster und Verhaltensweisen, die sie selbst auf ihre Situation anwenden können. Ihre eigenen Grenzen noch nicht kennend, dienen ihnen Eltern und Lehrer als Sparringspartner und gleichfalls als Blaupause beim Ringen um die beste Lösung. Eltern, Lehrer, Trainer und Vorgesetzte erfüllen dann am besten ihre Vorbildfunktion, wenn sie sich selbst an die Grundsätze halten, die sie von den ihnen anvertrauten Kindern, Schülern oder Mitarbeitern erwarten. Bereits der bedeutende Philosoph und Staatsmann Seneca hatte in der Antike diesen Zusammenhang erkannt und wie folgt auf den Punkt gebracht: Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch Beispiele. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für nachahmenswertes Verhalten.
Ja, jetzt bin wieder ich da. Kinder brauchen ihre Eltern. Egal, ob es die leiblichen Eltern sind, Patchwork-Eltern, Alleinerziehende, Großeltern, egal. Diese Personen bieten den Kindern in den ersten Lebensjahren sozusagen die Basissoftware, damit sie sich in dieser Welt bewegen können. Wie das Kind die Welt in dieser Lebensphase erlebt, so ist einfach die Welt für die Kinder, weil schließlich kennen sie ja keine andere Welt als die, die ihnen präsentiert wird. Die bekannte Humanethnologin Frau Dr. Gabriele Haug-Schnabel, Privatdozentin an der Universität Freiburg, hat es im Zusammenhang mit Migration beispielhaft auf den Punkt gebracht. Wie sollen Kinder den Frieden leben können, wenn sie nur den Krieg kennen? Man kann davon ausgehen, dass diese Prägung circa in den ersten 1000 Lebenstagen erfolgt und später nur mehr durch traumatische Ereignisse wie Gewalterfahrung oder Konfrontation mit dem Tod entscheidend verändert werden kann. Ein guter Bekannter, der Unternehmensberater ist, hat mir einmal gesagt, jede Firma ist so gut wie die Menschen, die dort arbeiten. Für die Geschäftsführer in einer Familie, zum Beispiel die Eltern sind das, heißt das, dass sie auch für sich selber gut sorgen müssen, um gute Eltern zu sein. Wisst ihr, das Spannende, finde ich, ist, wir können von unseren Kindern so viel lernen, denn sie spiegeln uns Erwachsene äußerst verlässlich und knallhart, genau wie die Mitarbeiter den Chef. Und es gibt einen Spruch, wieder her, so's g'scher. Das habe ich bei meinen beiden Töchtern erfahren, besonders bei meiner jüngeren Tochter. Sie war gegenüber den väterlichen Streicheleinheiten, und ich habe es jetzt versucht, eher wie ein Igel. Und oftmals habe ich mich auch gestochen, wenn ich sie streicheln wollte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, in Zeiten, wo ich also keinen besonderen Stress gehabt habe, zum Beispiel im Urlaub, da habe ich es problemlos streicheln können. Ja? Also die Christine hat mir knallhart meinen Seelenzustand gespiegelt, ob ich wollte oder nicht. Und in mir ist die Erkenntnis gewachsen, dass ich einen Einfluss auf die Befindlichkeit meiner Tochter nehmen kann. Und da habe ich einen neuen Bereich meiner väterlichen Verantwortung entdeckt. Und da möchte ich euch wieder eine Folie zeigen, bitte. So, jetzt muss ich geschwind runterbladen. So, und das Ergebnis meiner Überlegung war, wenn ich für meine Kinder wirklich das Beste will, muss ich mich mit mir selber beschäftigen. Und zwar ziemlich intensiv. Aus meiner beruflichen Sicht ist es wichtig, das gesamte System Familie zu sehen und nicht nur einzelne Mitglieder, die manchmal ja nur die Symptomträger sind. Verhaltensoriginelle Kinder rufen zum Beispiel einfach nach Grenzen, die ihnen Orientierung und Sicherheit geben und die sie aber nicht bekommen haben. Das theoretisch fachliche Hintergrundwissen für diese systemische Sichtweise habe ich dem leider allzu früh verstorbenen Primar Bibel von der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der SALG zu verdanken. Und auch als Lehrer bin ich dieser systemischen Sichtweise treu geblieben, bekam als Lehrer einen Einblick in die sozialen Systeme, in denen verhaltensoriginelle Kinder leben mussten, wurden oft zwei Dinge deutlich. Die Kinder haben in der Schule diese Systeme genau gespiegelt, die Systeme, wo sie aufgewachsen sind und sozialisiert wurden. Und viele häusliche Systeme hatten oft dringend einen Unterstützungsbedarf nötig, aber das zu geben, war mir als Lehrer leider Gottes verwehrt, denn die Schule ist ja bekanntlich für die Kinder zuständig und nicht für die Eltern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass ich 1991 aus der Schule ausgeschieden bin und selbstständig geworden ist. Ja, und mir ist es dann in meinem beruflichen, aber auch in meinem privaten Leben aufgefallen, dass es vielen Erwachsenen sehr schwer fällt, mit Achtung und Wertschätzung die Rolle der Eltern zu übernehmen. Oft wird die handfeste Bauernwatschen halt immer noch bevorzugt.
Der Grund dafür ist, dass diese Menschen oft keine nachahmenswerte Vorbilder haben und deshalb oftmals unsicher und instabil sind und sie fragen sich verzweifelt, was ist richtig, mache ich es richtig, was ist falsch. Besonders Väter haben da oft gar keine Vorbilder. Und die Kinder, wie schon erwähnt, übernehmen dann die Führung, so wie meine Mutter mir erzählt hat. Mein Kind ist in so eine starke Persönlichkeit, in jeder Diskussion gewinnt mein Kind und es wird dann doch wieder gemacht, wie das Kind will, oder andere Eltern arbeiten eben mit der Brechstange. Es fehlen den Eltern oft Ziele. Wohin soll denn die Reise eigentlich gehen, wenn man keine klaren Ziele hat? Wenn man den Kindern keine klaren Ziele kommuniziert, ja, an welche Vorgaben sollen sie sich denn dann halten? Aber die Schlüsselfrage ist doch, wie findet man klare Ziele? So praktische Tipps sind zum Beispiel, reflektiere einmal für dich alleine, habe ich klare Vorstellungen davon, was ich eigentlich mit meiner Erziehungsarbeit erreichen will? Kann ich gegenüber anderen Personen meine Erziehungsziele formulieren? Ist meine Kommunikation mit meinem Kind altersentsprechend? Und ein ganz wichtiger Punkt, sage ich meinem Kind wirklich, was ich meine, oder sage ich eigentlich etwas anderes, als ich meine? Gebe ich Doppelbotschaften? Auf der einen Seite sage ich, räume das Zimmer zusammen, auf der anderen Seite tut mir das Kind aber leid, dass ich das Zimmer jetzt zusammenräumen muss, weil es draußen so schön ist. Und im Zweifelsfall hören die Kinder den Teil der Botschaft heraus, der für sie vorteilhaft ist, nämlich das Zimmer nicht zusammenzuräumen, was für sie vorteilhafter, leicht erreichbar, lustvoller und so weiter ist. Und meistens ist das nicht im Sinne der Eltern. Frag dich bitte, ist mir die Ordnung im Kinderzimmer wirklich wichtig oder fordere ich sie nur ein, weil man das halt so tut oder weil es immer schon war oder die Mama hat so, mir so gelehrt. Wenn es mir etwas nicht wirklich wichtig ist, dann ist es echt schwer, ein Kind zu motivieren, denn ich sage etwas anderes, als ich meine. Und Kinder haben da unheimliche Antennen, die merken das. Unsere Kommunikation wird zum Großteil durch nonverbale Botschaften bestimmt, die sich in unserer Gestik und Mimik zum Beispiel ausdrücken, in der ganzen Körpersprache, aber auch durch die Wortwahl, die Lautstärke, die Betonung einzelner Silben und Wörter. Der Inhalt nonverbaler Botschaften wird letztlich durch unser großteils Unbewusstes bestimmt und Kinder, wie gesagt, haben ein ganz feines Gespür dafür, ob Eltern authentisch sind oder nicht. Im Zweifelsfall hören die Kinder eben den Teil der Botschaft, den sie lieber hören. Daher meine wirklich zentrale Aussage, und ich merke, das funktioniert oft ganz schwer, das ist für viele Menschen sehr schwer: Sage, was du meinst, meine, was du sagst. Ein Beispiel davon, ich habe mit einem Buben lange gearbeitet, der ging in die Mittelschule, habe auch die Mutter gekannt und eines Tages hat sie ihn gebracht und kommt bei der Tür rein und sagt zu mir: Herr Wolitschek, am Wochenende hätte mein Buben fast erschlagen. Dann sag ich, ja, was war denn los, um Himmels Willen? Ja, er hat nicht schön geschrieben. Ich habe es ihm aus dem Heft rausgerissen. Ich weiß nicht, wie oft. Ich habe gesagt, er muss es 50 Mal schreiben. Handyverbot, Zimmerarrest, Hausarrest, Fernsehverbot. Es hat einfach nichts funktioniert. Und dann frage die Mutter, ich muss dazu sagen, ich habe sie schon gekannt, ihr Wertesystem. Aber ich gesagt, ja, ist Ihnen das wirklich wichtig, dass der Bub so schön schreibt? Grinst bis zu den Ohren rauf. Na, sagt es dann. Jetzt hat die Mutter das ganze Wochenende der ganzen Familie versaut. Sie hat was, und sich selber natürlich auch, sie hat etwas gesagt, was sie nicht gemeint hat. Und der Bub hat eigentlich gesund reagiert, er hat es nicht registriert. Ja, Kinder brauchen Eltern, die auch einmal klare Ansagen machen
und wo sich die Kinder trotzdem geborgen fühlen können und denen das Gefühl vermitteln, und das ist jetzt wieder ganz, ganz zentral, auf dich kann ich mich wirklich verlassen. Sichere Eltern sind Voraussetzung, damit die Kinder Sicherheit kennenlernen und so selber sicher werden können. Sie müssen als Kinder Sicherheit erleben, um einmal selber Sicherheit an ihre Kinder weiterzugeben, weil man kann nur etwas weitergeben, was man hat. Jetzt kommen wir noch einmal zu den Zielen. A goal without a plan is just a wish. Brief ans Christkind, sagt man bei uns. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist die elterliche Klarheit, und damit benötigen Eltern natürlich Ziele. Und die erste Frage, die sich Eltern stellen müssen, was will ich? Dann können sie den Kindern auf verbaler und besonders auch auf nonverbaler Ebene klare Signale geben. Der zweite Punkt ist die Frage, wie erreiche ich das Ziel? Die Frage, die kann man natürlich jetzt nicht generell beantworten, weil die hängt von vielen Variablen ab. Aber eines ist sicher wichtig festzustellen. Wichtig ist, dass die Eltern den Kindern einen Weg anbieten, von dem sie selber wirklich überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist und nicht, weil es irgendwer anderer sagt. Und Kinder suchen klare Signale, dann denen sie folgen können. Also wenn man klare Signale aussetzt, ist es erstaunlich, wie oft dann der Kommunikationspartner genau das macht, was man will. Gilt übrigens auch bei Erwachsenen. In der Pubertät suchen die Kinder auch klare Signale, aber gegen die sie opponieren können. Einfach etwas gegen etwas sein ist der einfachste, der erste Schritt, um sich von Eltern abzuheben. Wenn ich mir selber sicher bin, was ich will, kann ich meine Präsenz mit großer Achtsamkeit und Wertschätzung leben. Ohne emotionale Ausbrüche, ohne Gewalt, aber mit der notwendigen Konsequenz. Ich biete meinen Kindern Sicherheit. Und die Kinder, die testen ihre Eltern 24 Stunden, 7 Tage, 365 Mal die Verlässlichkeit und die Sicherheit ihrer Eltern aus, ob sie sich auf die Eltern verlassen können. Eltern stehen ständig am Prüfstand. Und als letzter Schritt muss man natürlich immer wieder die Zielerreichung überprüfen. Hat man das Ziel erreicht, klasse, dann kann man ein neues Ziel suchen. Hat man das Ziel nicht erreicht, muss man das Ziel entsprechend modifizieren, in Teilziele zerlegen, revidieren oder wie auch immer überarbeiten. Und Moment einmal bitte, jetzt muss ich mit der Maus, da ist die Maus. Das sind die drei Tipps, also noch einmal zusammengefasst, was will ich, wie erreiche ich das Ziel und die Zielreflexion dann. Das wäre noch einmal die Zusammenfassung. So, in einem Punkt bin ich mir ganz sicher. Heranwachsende suchen die Führung, die Begleitung von den Eltern. Und Eltern bitte sind Führungskräfte. Eltern sind Führungskräfte, und dazu provozieren die Kinder, die Erwachsenen bis aufs Äußerste, um diese Führung und Begleitung zu erfahren, um einfach Grenzen zu erfahren. Grenzen setzen in wirklich wichtigen Bereichen, nicht wegen jeden Schmarrn, nur in wirklich wichtigen Bereichen. Und Grenzen geben Sicherheit. Grenzen sind einfach notwendig. Wenn Erwachsene den Kindern nicht die notwendigen Grenzen bieten oder bieten können, was ich wirklich leider Gottes sehr oft beobachten kann, suchen sich die Kinder diese zum Beispiel in politisch oder religiösen Weltanschauungen dann, wo ihnen klare Grenzen gegeben werden, Weltanschauungen, mit denen die Eltern dann absolut oft sehr unglücklich sind. Ja, noch einmal, Eltern sind, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Eltern sind Führungskräfte. Ich bin als Vater nicht der Freund oder Haberer von meinen Kindern, sondern ich bin der Vater, ich habe mein Kind zu führen.
Noch einmal langsam jetzt schon zum Abschluss hin, ein praktischer Tipp für Eltern: Versuch für dich selber, wenn möglich ist, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin klare Erziehungsziele formulieren. Was will ich erreichen? Wobei ich schon weiß, diese Diskussionen sind manchmal sehr, 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 sehr schwierig und konfliktgeladen. Aber wenn man sich klar ist, bringt das den Eltern Entspannung und Sicherheit. Und wisst ihr, wenn die Eltern klar und sicher sind und klare Ansagen machen, können die Kinder einfach leichter folgen. Ich habe das immer wieder probiert, immer auch ausprobiert und immer wieder erlebt. Wenn man sich selber nicht klar ist, dann wird man einfach schlecht gehört. Entscheidend dafür, was ich aussende, ist sozusagen mein eigenes Mindset. Und entscheidend ist auch natürlich mein Vorbild. Und wie ich erwähnt habe, die Ziele, das kann man auch miteinander besprechen, wäre gut, müssen sich ständig verändern und zum Beispiel dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst zu werden. Das Formulieren von Erziehungszielen ist ein dynamischer Prozess. Immer wieder was Neues. Darum sage ich, lies möglichst viel über Erziehungsziele, sieh dir möglichst viele Videos aus, tausch dich mit Freunden aus, versuche einfach möglichst viele Erziehungsziele zu einer konkreten Thematik kennenzulernen. Und dann formuliere dein Ziel so, dass es sich wirklich, wirklich gut anfühlt. Verzichte bitte auf Ratschläge von guten Freundinnen und Freunden. Manchmal dauert dieser Prozess der persönlichen Klärung natürlich eine Weile, aber es lohnt sich. So ist die persönliche Klarheit nicht nur für die Kinder wichtig, sondern auch für uns Erwachsene. Und einmal noch zum Bildschirm. So. Jetzt tue weiter. Jetzt sehe ich einmal schnell auf die ganzen Folien. Zusammenfassung: Kinder brauchen das bedingungslose Ja ihrer Eltern. Das bedeutet keinenfalls, dass man zu allen Blödheiten Ja und Amen sagt, sondern sehr wohl, dass man auch Nein sagen kann. Und wenn die Kinder dann sagen, ja, aber die anderen dürfen und warum jetzt, warum muss ich schon so bald heimkommen, dann gibt es einen Satz, der sehr oft die Kinder baff werden lässt, wenn die Eltern sagen, weil ich dich unendlich lieb habe, setze ich jetzt dir Grenzen und verlange das und das von dir. Und da habe ich öfter schon gemerkt, wie wirklich der Widerstand der Eltern schmilzt wie der Schnee in der Märzensonne. Und wichtig ist, dass die Kinder auch merken, was immer du im Leben magst, du kannst immer zu mir kommen und ich werde dich immer unterstützen und versuchen, dir zu helfen, auch wenn ich einmal ärgerlich bin, weil ich liebe dich von ganzem Herzen. Und vielleicht der wichtigste Satz von heute: Nur wenn es mir selber gut geht, kann ich den Kindern mein Bestes geben. Und zum Abschluss möchte ich noch gerne einen Satz formulieren, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Eltern geben ihren Kindern tagtäglich das Beste, was sie haben, das Allerbeste. Und mehr haben sie nicht. Und das kann nicht falsch sein. Den einzigen Fehler, den man machen kann, ist, sich zu weigern, aus Erfahrungen zu lernen. Ja, ich bin am Ende meines Vortrages. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.